Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und ich kann dir nur sagen, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Deshalb dreht sich beim heutigen Videohop der Stempelfamilie und Freunde alles um das Kreativset Weihnachtsstimmung von Stampin' Up. Wir zeigen dir 5 Möglichkeiten, was man so alles mit diesem tollen Set machen kann. Das sind nicht nur Karten. Ich habe zum Beispiel eine Buchbox für Grußkarten gebastelt. In der kannst du die Grußkarten aufbewahren oder du nutzt sie und verschenkst sie einfach. Schau dir auf alle Fälle auch die Videos von Angela, Irmtraut, Karin und Merle an. Du findest die Playlist am Ende des Videos und unten in meiner Beschreibung. Aber jetzt würde ich sagen, ho, 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 auf in die Weihnachtsstimmung. Die Kreativsets von Stampin' Up bringen alles mit, was du zum Basteln von Karten brauchst. So auch dieses Set in Weihnachtsstimmung. Es ist dabei ein Mini-Stampin' Spot in Blutorange, ein Stempelkissen, allerdings nicht mit den schönen Rillen, muss man mal dazu sagen, ein Stempelset mit diversen weihnachtlichen Sprüchen, hier zum Beispiel kleiner Adventsgruß, es sind Klebis dabei, es sind vorgestanzte Elemente bei, auf die man dann stempeln kann, Klebeelemente, Ausstandselemente und, klar, bei einem Kartenset, auch dabei vorgefertigte Karten mit passenden Briefumschlägen. Hieraus habe ich meine Buchbox gemacht. Das hier rücken wir jetzt einmal alles beiseite, damit wir mit der Buchbox anfangen können. Ich habe meine Buchbox, mal hier, mit einem innenliegenden Verschluss gemacht, weil ich das doof fand, wenn das hier so außen drauf ist. Und hier aufgeklappt, siehst du, es passen die Umschläge und die Karten passen perfekt rein zum Verschenken. Man kann aber auch die Box mit dem Verschluss nach außen machen, so wie bei dieser hier zum Beispiel. Für die Box benötigst du Farbkarton für das Innenelement hier in 21 x 25,7 cm. Und hier unten bleiben 4 cm über. Die schneidest du auf 16,5 dann nochmal. Und für den Umschlag benötigst du Farbkarton in 17,7 x 27,3. Außerdem brauchen wir noch 3 Stück Designerpapier. Ich muss jetzt meins mal gerade mir angucken. Ich habe das nämlich beschriftet. Das ist meine Rückseite. Das ist meine Vorderseite. Und das hier ist der Buchrücken. Du brauchst 2 Teile in 17,2 mal 11,9 und 1 in 17,2 mal 2,1. Um diesen durchgehenden Effekt zu haben, habe ich also einmal das Stück Designerpapier auf 17,2 geschnitten und dann 11,9, 2,1 und 11,9 abgeschnitten. Ist jetzt bei diesem Muster nicht ganz so wild, aber wenn du ein durchgehendes Muster haben willst, ist das schon ganz schön. Du musst nur darauf achten, das ist die Rückseite, der Buchrücken und das ist die Vorderseite. So. Das Stück fürs Innenelement wird einmal gefalzt, rundherum jeweils bei 2,2 und einmal bei 14, also bei 2,2 und bei 4,6. Na, sieht man? Und dann werden da so quasi Treppen reingeschnitten. Ich mache das hier einmal vor. Dass das wie so eine Treppe aussieht. Das mache ich zuerst einmal an allen 4 Seiten, damit ich das weg habe. Ja. Und dann schneiden wir gleich noch ein bisschen weiter ein, aber erstmal die Ecken weg haben. So, und auch an der letzten. So, und dann sieht das nämlich so aus. Dann, auf jeweils 2 gegenüberliegenden Seiten, schneiden wir hier nochmal bis zur mittleren Falzlinie ein. Und zwar hier. Hier und wie gesagt auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal.
Ne? Richtig, so. Und hier. Und dann schneiden wir noch kleine Flügelchen, damit das gleich alles besser reinpasst. Und zwar an den äußeren jeweils und an den kleinen Flügelchen, die wir gerade geschnitten haben. Das hier bei dem hier ist, damit das gleich besser reinpasst und nicht noch irgendwo aneckt. Karton will heute nicht so. Also ich finde diese Buchbox, muss ich sagen, ist eine schöne Sache, wenn man mal sagt, ich weiß nicht, was ich Oma schenken soll oder meiner Patentante, die hat ja eigentlich schon alles. Dann kann man mal ein Kartenset machen, so verschiedene Kartenanlässe quer durchs Jahr und macht dann gleich diese Buchbox dafür und kann die darin die Karten verschenken. Das ist was, worüber die sich auf alle Fälle freuen. Davon haben sie was, das ist handgemacht, das ist selbst gemacht, mit Liebe auch. So. Alle Kanten eingeschnitten. Dann wird einmal gefalzt. Zwar alle vier Linien. Alle vier, alle acht. Bei allen vier Seiten. So. Mir ist vielleicht aufgefallen, dass die Faltlinie eine 2,2 und die andere ein bisschen breiter ist. Hat seinen Grund, wenn ich die gleich einklebe, die nicht unten auf die Kante stößt. So, ich mache das mal hoch, damit man das sieht. Die bleibt also vor der Falzlinie, sozusagen endet die und stößt nicht unten mit drauf, wenn ich das gleich festklebe. So, die langen Seiten kann ich jetzt schon kleben, weil meine Flügelchen ja an die Seite kommen. Wir machen die Wände doppelt, halt diese Verstärkung, damit die Box innen drin nachher etwas stabiler ist. Ich habe das beim ersten Mal, als ich die gemacht habe, mit nur einer einfachen Wand gemacht. Das war aber ganz ehrlich mir zu labbrig. Das hat mir nicht gefallen. Deshalb jetzt die doppelte Wand. Braucht man auch gar nicht so viel Flüssigkleber. Man kann es auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Das ist egal. So, und in dem Fall hau ich jetzt schon mal überall Kleber drauf. Muss auch nicht viel sein. Das quillt sonst am Ende überall raus. Hier einmal den Längsstreifen schon Ecken so ein bisschen mitgenommen. Das ist relativ wichtig. So. Dann habe ich das mal gleich fertig. Ich klicke zwei Seiten hoch. Das rüber. Einmal da drum. Gucken, dass es da ordentlich reingeht, nicht zu tief. So, halt das einmal fest und ich lege es mir dann immer einmal so hochkant hin und gehe dann hier unten einmal mit dem Falzbein kräftig drüber und drücke das ordentlich fest damit. So, jetzt brauche ich mich nicht jetzt noch umständlich auf die Seite Kleber zu machen, sondern habe das ja schon und mache das genauso. Achte darauf, dass hier die Kante schön gerade ist, schön aufeinander trifft. Der anderen Seite auch. Das ist jetzt der Vorteil am Flüssigkleber. Das kann ich noch so ein bisschen schieben. Genau, so. Und gehe hier jetzt auch wieder mit dem Falzbein durch. So. Ihr seht, das ist jetzt so ein bisschen stabiler hier von den Wänden. Den legen wir einmal zur Seite. Das ist die Außenseite mit Umschlag. Haben wir noch gar nicht gefalzt, die. Also, wir legen ihn an der langen Seite an und falzen dann einmal bei 12,4. Heute ist nicht mein Tag, Entschuldigung. Also, der Farbkarton für den Umschlag wird gefalzt bei 12,4 und bei 14,9. So. Einmal. Das ist der Umschlag. So, wir können jetzt schon auf die Rückseite, hier auf den Buchrücken sozusagen, unser Stück Farbkarton kleben. Boah, ey. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin irgendwie Designerpapier. Es heißt Designerpapier.
So, schön mittig. So. Dann kleben wir die Box innen drin schon ein. Ist egal, wie man es macht. Flüssigkleber, doppelseitiges Klebeband. Ich nehme Flüssigkleber, weil ich es gerne noch ein bisschen schieben möchte. Jetzt achte ich darauf, dass ich hier die Kanten gut mitkriege. Und dann nicht auf die rechte Faltkante, aber direkt daneben. Also wirklich direkt da dran. Gucken, dass oben und unten gleichmäßig Abstand ist. Und auf der Seite ist dann nämlich auch noch ein bisschen Rand. Ordentlich festdrücken. Dann lässt sich das mal nicht so zukleben. Und sieht aus wie ein Buch von außen. Jetzt, bevor ich das Designerpapier weiter dran klebe, kommt noch unser Verschluss dran. Der ist ja 4 x 16,5 und den habe ich an der langen Seite gefalzt bei 7 und bei 9,5. Das mache ich jetzt einmal so. Und weil ich den diesmal unter dem Designerpapier verstecken möchte, hier habe ich es nämlich nicht gemacht, diesmal möchte ich es darunter machen, setze ich den Formdesignerpapier auf. Ich gucke also, wo der hier ungefähr hinkommt. Trage auf eine von den beiden Seiten meinen Flüssigkleber auf. Setze ihn dann ungefähr, dass ich ihn mittig habe. Und auch wieder die Box neben die Falzlinie, neben die linke Falzlinie. Ja, da kann man das sehen. Da guckt auch ein bisschen Kleber raus. Nehmen wir mal weg. Auch wieder festdrücken. Und dann kann man hier auf die Rückseite das Designerpapier aufkleben. Das ist übrigens aus der Reihe Süße Feiertage, meine ich. Finde ich ein sehr schönes Papier. Hier auch auf der Rückseite mit den Zuckerstangen. Total schön. Aber weil ich nie so was sehr Kräftiges habe oder was nicht zu sehr von diesem Motiv hier ablenkt, habe ich mich für die etwas schlichtere Variante entschieden. So, das dann hier auch mittig ausrichten. Meine Maße sind immer so, dass man rundherum etwa 2,5 mm hat. Und ich würde sagen, ich habe es falsch rum aufgeklebt, weil da ist jetzt gerade nichts mit durchgehendem Design. Also bitte besser darauf achten als ich. Und dann können wir auch schon die Vorderseite gestalten. Da kommt jetzt nämlich auch das Designerpapier schon drauf. Und dann kommen wir gleich zum, was wir mit dem Kreativset machen. Das hier ist ja quasi alles nur die Vorbereitung für das Kreativset. Na? So, auch wieder gucken, dass man schön mittig ausrichtet. Ah, doch. Und damit genau das hier nicht passiert, dieses Runterdrücken, haben wir die Lasche und befestigen den Magneten daran. So, wir machen die Buchbox auf, klappen den Verschluss ein, da kommt der Magnet hin. Nehmen die andere Seite vom Magneten ab und ich drücke das jetzt hier relativ eng daran. Man kann auch gucken, dass es so ein bisschen absteht. Aber ganz wichtig ist, dass diese Seite wirklich fest jetzt hier dran gedrückt ist, damit der Deckel weit drüber geht. So, und dann senke ich den einmal ab, streiche so ein bisschen. Und natürlich hat er das nicht mitgemacht. Wir machen das nochmal. Drücken ein bisschen fester. Das ist ein bisschen tricky, aber es geht. Nein, es geht nicht. Jetzt ein bisschen schäbig und ein Vorführeffekt. So, kräftig drücken. Okay, du magst mich heute nicht. So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen außerhalb des Videos versucht, aber dieser zweite Teil vom Magneten wollte einfach nicht haften und ich habe jetzt auch meinen Fehler gefunden. Ich habe es zu weit nach innen gesetzt.
Dadurch kriege ich hier nicht genug Druck aufgebaut. Ich habe jetzt einen Magneten hier nach außen gesetzt. Das ist parallel dazu. Setze da die zweite Hälfte zu auf. Und hoffe, dass ich jetzt hier nicht so einen schlechten Zaubertrick hinlege, wo das Kaninchen nicht aus dem Hut kommt. Drücke das hier wieder ganz fest dran. Nach hier. Und dann drücke ich hier kräftig mit dem Daumen. Dadurch, dass hier die Kante ist, habe ich da auch ein bisschen mehr Widerstand. Und diesmal hat es ja, es hat geklappt und es hat so gut geklappt, dass der Magnet von der anderen Seite mitgekommen ist. Aber die Magneten halten. Das ist doch schon mal was. Jetzt wird der festgeklebt, damit der nicht wieder durchkommt. Also wenn ihr Magnete kauft, ich empfehle euch auf die Qualität zu achten. Hier habe ich leider nicht so gute Qualität gekauft, muss ich leider sagen. Aber jetzt hält es. Man kann es auch hören. Oder auch nicht. Gut, da habe ich den Kleber nicht lang genug angetrocknen lassen. Nehmt gute Magneten. Lernt was aus meinen Fehlern. So. Aber lasst es Weihnachten werden. Jetzt geht's ans Verzieren. Die Karte hier. Dafür schneide ich sie ein bisschen kleiner. Und zwar nicht genau auf der Faltkante, sondern lege ich quasi links daneben, damit ich die Falte nicht mit auf dem Bild habe. Das hier kann man woanders für verwenden. Also nicht auf dem Bild, sondern dass es hier so ein bisschen schmaler ist, damit die Falz nicht mehr zu sehen ist. Das verziehe ich jetzt hier mit meinen diversen Elementen. Und ich möchte da drauf haben, nicht genauso wie hier. Ich möchte auf jeden Fall hier nochmal so ein Klebeelement haben. Den Zimtstern, die finde ich sehr schön. Da möchte ich eine von den dicken Zitronenscheiben in der Mitte haben. Die möchte ich mit doppelseitigen Klebis aufgeklebt haben. Zwar hier so mittig. Und diesmal habe ich mich für den Spruch zur Einstimmung auf Weihnachten entschieden, damit ich die Box auch verschenken kann mit ein paar Karten drin, damit man sich selbst, beziehungsweise wenn jemand anderes nicht sich selbst eine Freude machen kann, doch beim Verschenken macht man sich auch eine Freude, dass man jemand anderes eine Freude damit machen kann. Das klebe ich jetzt so auf, weil ich habe ja schon Orange etwas höher gesetzt. So. Zur Einstimmung auf Weihnachten. Ah, ich bin ein Weihnachtsfan. Muss ich echt sagen. So. Dafür nehme ich jetzt wirklich doppelseitiges Klebeband, weil ich das nicht hin und her rücken will. So, ein bisschen gerade hier wieder liegen, so. Und dann kommt das hier einfach mittig drauf. Und schon ist die Buchbox für Grußkarten fertig. So, und weil das ja so ein Desaster mit dem Magneten war, zeige ich noch einmal hier meine andere. Das war nämlich deutlich schöner. Hier der Magnet. Dann konnte ich den hier festdrücken. Und gut war. Man könnte das hier zum Beispiel auch machen. Deutlich besser, das hatte ich ja vorhin schon gezeigt, dass man zum Beispiel den Spruch und die Orange dann hier drauf klebt. Sieht auch sehr schön aus. So, das war mein Beitrag zum diesmonatlichen Videohop der Stempelfamilie mit Freunden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und das muss ich dir unbedingt noch zeigen. Das mache ich im nächsten Video. Das ist eine Mini-Tasche aus 2 Blatt Designerpapier mit diesem wunderschönen Designerpapier. Ich kann das den ganzen Tag lang streicheln. Weil ich das nicht zerschneiden wollte, habe ich eine Mini-Tasche daraus konstruiert.
Ich hoffe, dir hat das Basteln der Buchbox gefallen. Wenn, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da, damit ich weiß, hat gefallen, mach weiter so. Und abonniere auch ruhig meinen Kanal, damit du nämlich Bescheid bekommst, wann diese wunderschöne Tasche kommt. Ja, dann alles Gute und in dem Sinne, ho, ho, ho.